In diesem Video möchte ich Ihnen ganz kurz erklären, warum wir eigentlich OP überhaupt machen. Stellen Sie sich doch mal wirklich vor, dass Sie eine große Datenbank aufbauen möchten, entweder für die Studenten einer Universität oder für die Mitarbeiter oder für alle Ihre Finanzen oder über irgendwelche Dateien oder über Tiere im zoologischen Garten, ist jetzt eigentlich egal. Wenn man solche Daten bestehen immer aus verschiedenen Eigenschaften. Das heißt, jeder Student zum Beispiel oder jeder Studierende hat dann einen Namen, eine Matrikelnummer, eine Adresse, hat dann ein komplettes Portfolio von verschiedenen Noten, von verschiedenen Regeln, die eingehalten werden sollen, wie zum Beispiel, wie oft kann man eine Prüfung überhaupt wiederholen, wie viele Wiederholungen hat er bereits hinter sich und so weiter und so fort. Alle diese Daten sind meistens so kompliziert, dass man sie nicht mit einfachen Datenstrukturen darstellen kann. Man kann es zwar machen, es ist aber extrem unhandlich und es ist extrem schwierig und letztendlich unorganisiert und es kann zu sehr vielen Fehlern führen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Sie haben einen zoologischen Garten, heute bin ich auf Tiere, und Sie müssen jetzt für jedes Tier irgendwie so eine Art Datensatz erzeugen. Das können Sie in Python zum Beispiel mit verschiedenen Tupeln machen, also ein Vektor für Namen, ein Vektor für Alter, ein Vektor für so und so. Das Problem ist, sie jetzt irgendwie zusammenzuhalten und dafür Sorge zu tragen, dass wenn man zum Beispiel den Namen von einem Tier ändert oder wenn es verstirbt, dass es in der kompletten Datenbank richtig dargestellt wird. Das ist der Grund, warum OP erfunden wurde. Es ist tatsächlich einer der führenden und eigentlich gar nicht mehr so neuen Konzepten in Informatik und in Programmiersprachen, aber immer noch sehr, sehr beliebt, auch wenn es Probleme hat, auch wenn es nicht perfekt ist. Dort werden eben die Daten mit ihren dazugehörigen Funktionalitäten, man sagt auch, gekapselt. Das heißt, ich habe dann ein einziges Objekt, wo die Daten und die Funktionalität da drin steckt. Und wenn ich jetzt das Alter von einem Tier zum Beispiel ändere, dann werden nur dieses Objekt wirklich geändert. Die anderen Daten werden auf gar keinen Fall irgendwie angefasst von anderen Tieren. Und ich kann auch dafür Sorge tragen, dass es zum Beispiel die Daten auch korrekt sind, dass das Alter nicht irgendetwas Falsches gesetzt wurde. Oder dass verschiedene andere zusammenhängende Datensätze, wie zum Beispiel erwartete Gesundheit oder denke es mir gerade aus, aber irgendwelche andere zusammenhängende davon Daten diese Änderung auch mitkriegen. Und das ist eben sehr wichtig, dass diese Daten gekapselt werden. Diese Kapselung ist tatsächlich einer der Hauptkonzepte der objektorientierten Programmierung. Damit haben wir Sie hoffentlich dann überzeugt, warum wir OP brauchen. Der praktische Grund, warum wir es hier in der Informatik machen, ist, dass sehr, sehr viele Bibliotheken oder größere Softwareprojekte, auch mit Python, benutzen eben Klassen. Das heißt, Sie müssen Klassen zumindest kennen, erkennen können und benutzen können. Deswegen ist auch dieser Block da, damit Sie Klassen lernen, damit Sie sehen, dass es eigentlich gar nicht so kompliziert ist, aber man muss ein paar der Konzepte dahinter tatsächlich verstehen. Und damit Sie eben diese Bibliotheken später oder vorgegebene Klassen auch nutzen können oder auch erweitern können oder vielleicht auch bei komplizierten Projekten auch tatsächlich eigene definieren können. Dankeschön und viel Spaß.